Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Shinigami. Ja, ich nehme heute mal morgens auf, weil ich heute viel Zeit dazu habe. Aber erst später Schule, von daher. Ja, jetzt wollte ich hier nochmal die Namen ändern. Hab zwar noch keine aus von euch, also meinen Zuschauern, aber dann kommt jetzt einfach mal die gute TJ hier rein. Und ja, kommen ja auch noch mal rein. Ja. Ja, das war schon eine Änderung. Keine Vorschläge von euch hier irgendwo. Vielleicht kommen die ja noch. So. Leider hatte ich eine... Oh Mann. Leider hatte ich eine Fehlaufnahme. Und da wisst ihr, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Wer das verfolgt hat. Und daher starten wir jetzt auch wieder hier. So, jetzt sind wir auf dem Friedhof. Uns wird natürlich die Örtlichkeit ein wenig gezeigt. Und unten steht irgendwas von wegen Granaten, falsche Grab öffnen. Grab öffnen. Ach ja, erleben Sie die Hölle. Das müsst ihr leider selbst lesen, weil so schnell kann ich das nicht sagen, wie man es lesen muss. Weil wenn man es nur liest, dann kann man es verstehen. Aber wenn man dazu noch reden muss, ja, ist das ein wenig, ja. Ja, ganz simple Sache. Lange Explosionszeit, damit man, wenn man sich gleich vorm Grab befindet, nicht direkt von der Granate mitten in die Luft gesprengt wird. Das war leicht knapp. Ja, that bomb. Oh, stimmt, die Sprache habe ich noch nicht umgestellt. Vielleicht denke ich nach dem Spiel dran. Je nachdem. Ja, also je nachdem, wie mein Gedächtnis heute funktioniert. Bin ja so ein bisschen vergesslich. Habt ihr ja mitbekommen. Ja, vorgelesen habe ich diesmal auch nicht. Gab aber nichts Interessantes. Irgendwas von wegen Friedhof und Gräber öffnen und... Also den Text vorher, meine ich jetzt. Gut, ich sehe noch da oben eine Kiste. Da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen. So, erstmal hier hin und dann versuchen, irgendwie da hochzukommen. Nein, das geht nicht. Knapp. Nein, wieder ein Treffer gegen das Holz. Ich würde ja mal sagen, man könnte auf diesen Ast springen. Eieiei, aber wenn ich daneben springe, kostet mich das wieder unnötig viel Zeit. Die ich nicht wirklich hier heute habe, also jetzt für die Aufnahme habe. Weil ich ja noch ein bisschen weiterkommen wollte. So, auf jeden Fall haben wir jetzt die Bombe. Granate. Wir machen nämlich schon Kirre mit den Bomben und Granaten. Ja, also nicht unbedingt die Zeit haben, bedeutet, wir haben jetzt 8 Uhr und um 9:30. Also in 1,5 Stunden habe ich Schule. War das knapp. Ja, eigentlich hätte ich heute nicht aufnehmen müssen, da das letzte Mal, als TJ hier war, wir aufgenommen haben. Aber blöderweise, hatte ich euch ja gerade eben gesagt, die Fehlaufnahme, blöderweise, ja, hier, da in die Richtung muss man eine sein, habe ich gedacht, dass diese Aufnahme wäre schon alt und habe die einfach gelöscht. Ja, blöde Sache. Oder ich bin einfach zu blöd und finde die Folgen nicht, obwohl die alle im selben Ordner abgespeichert werden. Ja, das war meine zweite Uhr. Wenn jetzt noch mein Computer dazu fiepst, sich das langsam abgeguckt hat von meinen Uhren, dann wird es langsam lustig.
Nee. Ja, jetzt wird erstmal eine Granate hier drauf geworfen. Wie? Ja, lange Explosionszeit. Wie vorgeschlagen. War nicht gut. Nämlich 3 Sekunden, wie normal. Ja, 3. Schon funktioniert's. Oh. Ich würde mal sagen, da war Gift in dem Grab drin. Ach ja, ich habe einen Bonbon im Mund, nicht, dass ihr euch da wundert. Um das Husten ein wenig zu vermeiden. Moment. Okay, jetzt ging irgendein Alarm in meinem Handy los. Also mein Handywecker. Ich weiß nicht, von welchem Tag ich 8 Uhr eingestellt habe. Ja. Was soll's. Mitten auf dem Grab. Beeile ich mich mal ein bisschen. Dass da. Ah, genau. Weil Leben heilt mich. Ja, also so. Lebenskissen. Mach ich doch gerade hier weiter. Mal sehen, was hier dran ist. Ah, noch eine Lebenskiste. Und, oh, was ist denn das jetzt? Wann habe ich denn den Alarm auf 8 Uhr eingestellt? So. Ja. Merkwürdige Sache. Aber was soll's. So. Jetzt wird erstmal hier weitergesprengt. Mach das hier auch gerade noch mit. Damit ich da nicht. Ja. Gut, dass ich da nicht so nah dran stand. Sonst wäre ich jetzt Matsch. Würde ich behaupten. Noch eine Kiste mit Leben. Sehr schön. Gut, dann ja, sehen wir schon da, was drin ist. Müssen es nur noch da rauskriegen. Gut, jetzt kommt aber erstmal hier die Ecke dran. Oh, das ist nicht so gut. Ist am Grabstein explodiert. Das sollte es eigentlich nicht. Aber was soll's. Gut, dann. Hier ist sowieso nur Wasser drin. Wie ihr da vielleicht gesehen habt. Ja, das war's jetzt. Wir haben alle Lebenskisten gesammelt. Ja, da muss ich schneiden. Blöde Sachen. Blöde Filme. Da habe ich nicht so schnell dran gedacht. Das war der Intro. Eine Lounge im Gemüsebeet. Was für Probe, Kumpel haben wir hinterhalten. Noch schlimmer ist, dass unsere Unterwasseroperation bald Unterwasseroperation bald unter Wasser steht, wenn das weit so weitergeht. Mein Kumpel hat tatsächlich angegriffen, unter Wasser einzuziehen. Hä? Oh, bitte. Ach, Mist. Irgendwas mit Wasser und eine Unterwassermission steht langsam unter Wasser oder sowas. Okay, jetzt bin ich hier dran. Wir sind wie immer rot. Okay, da kommen gerade unsere Gegner. Reicht das? 80 Leben? Nee, das reicht nicht, aber erstmal. Feuerfaust. Ja, das hört sich doch ganz gut an. Kriegt zwar keine 80, aber. Ist ja auch egal. Was geht denn mit dem ab? Wieso hat der Leben verloren? Der war doch ganz woanders. Naja.